Und wir kommen jetzt an dieser Stelle zu den Menschen, zu den Beteiligten, also Tätern, Opfern, das menschliche. Daraus besteht ja sozusagen das menschliche Setting. Die sind da Teil des Mobbings. Und ich frage mal ganz blöd, warum mobbt der Mobber? Ist es einfach ein sadistischer Mensch? Ist er gemein? Also erstmal, Motiv ist immer Angst. Mhm. Ja? Wenn Führungskräfte mobben, dann haben sie Angst, nicht ernst genommen zu werden. Versagensängste sind da, die eine Rolle spielen. Mhm. Wenn Personen auf gleicher Ebene mobben, dann geht es sehr oft darum, besser zu sein als der andere und befördert zu werden, den Posten zu kriegen oder so. Und wenn Leute von unten nach oben mobben, was es ja auch gibt, dann sind das einfach so, ja, manchmal auch sehr, sehr niedere Dinge. Neid auf den da oben oder den will man weghaben. Man will einen besseren Chef. Rache auch, ja, mhm, sicher. Solche mhm Sachen. Mhm. Was gibt's noch? Das ist damit eigentlich umfassend beschrieben. Das ist eigentlich umfassend beschrieben. Viel mehr gibt's nicht. Der Auslöser ist in der Tat Angst in unterschiedlichster Form. Jetzt kann man darüber natürlich vertiefend spekulieren, ist das Selbstbewusstsein gestört oder Karrieredenken oder Angst vor Abfall, Abstieg, meine ich damit. Also Angst ist der Kernbereich. Eigentlich, ja. Ich habe gelesen im Vorfeld, der durchschnittliche Mobber, also 50%, ist eine männliche Führungskraft zwischen 45 und 60. 70%. 70% männliche Vorgesetzte. Ach. Ich kann nur den Fakt bestätigen, die Prozentzahlen habe ich jetzt nicht parat, aber in der Tat ist das wohl so richtig beschrieben, ja? Kann eigentlich, um noch mal eins tiefer zu gehen in die psychologische Richtung, kann jeder Mobber werden? Also jeder wird gemobbt und jeder mobbt, ja. Die Frage ist nur, welche Auswirkungen das hat. Sie wissen, was ich meine, ne? Was ich frage. Also man wirft mir ja immer Mobbing vor, nicht? Also die Arbeitgeber, die ich anschreibe, die werfen mir vor, ich würde sie jetzt mobben, besonders wenn sie dann auf meiner Internetseite stehen. Mhm. Da muss ich denen erklären, was Mobbing ist, mhm, und dass sie nicht mit meine Angestellten. Aber das wäre jedenfalls interessant. Ja? Aber grundsätzlich kann ja jeder diese Dinge tun, die Mobber tun. Ja. Mobbing wird es ja erst dann, wenn eine Systematik da ist, mhm, und ein Ziel. Man und will Angst den haben rauskippen. Kann auch jeder, wenn er in bestimmte Situationen kommt. Ja, sage ich ja mal. Wer ist denn am meisten betroffen? Gibt es da sowas wie ein Frauen zwischen 40 und 50. Ach. Ja. Das hat auch was mit unserer Erziehung zu tun. Angefangen vom Spielen mit Puppen bis hin zu Adam und Eva. Ganz viel. Also eine Frau, die nicht gelernt hat, ihren Mann zu stehen, zu Hause nicht, die tut es am Arbeitsplatz auch nicht. Und wir haben jede dritte Frau zum Beispiel, die in Deutschland, die sexuell belästigt wurde als Kind, jeder siebte Mann, der eine Inzesterfahrung hat. Und wenn ich nicht gelernt habe, als Kind mich abzugrenzen, dann kann ich das gegenüber meinem vorgesetzten Chef auch nicht. Da sind ganz viele Zusammenhänge, aber das würde definitiv den Rahmen der Sendung sprengen. Das sind Persönlichkeitsstrukturen, die natürlich, ich kann das nur Opferstrukturen. Ja, natürlich, die aus der Privatsphäre in den Betrieb getragen werden. Es ist doch nicht so, dass jemand da am Betriebstor oder wo auch immer Wir sind jetzt bei den Betroffenen, ne? Ja, Mobbing-Opfer. Ja, 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 aber dort gibt man seine Erlebnisse dann ja nicht ab und sagt, ich komme hier in die heile Arbeitswelt. Das ist so. Also ich habe auch gelesen, vor allen Dingen ganz junge und ganz alte, aber das ist ja hier gar nicht der Fall. Die meisten Frauen zwischen 40 und 50, das ist die ja so. Die Jungen lassen sich nicht mobben. Die Jungen haben auf dem Arbeitsmarkt einen Wert. Ja, junge Männer und junge Frauen, völlig egal. Aha. Die bewerben sich und gehen woanders hin, die sind weg. So schnell kann ein mobbender Arbeitgeber gar nicht gucken, wie er die los ist. Wenn sie gut sind. Ja. Das ist interessant, weil ich habe ganz verschiedene Zahlen da gelesen. Ich habe nämlich wirklich gelesen, Berufsanfänger unter 25 und über 50-Jährige werden überdurchschnittlich gemobbt. Da Berufsanfänger sind deshalb, weil die unbedingt ihre Ausbildung machen müssen. Und Muttern und Vatern sagen, Mensch, sei froh, dass du einen Ausbildungsplatz hast. Halt durch, wir mussten im Krieg auch. Und so schlimm kann das doch nicht sein. Genau. Ja, so. Und wenn so junge Leute zu uns in die Mobbingzentrale kommen, dann bin ich sofort bei der Kammer, Handwerkskammer, Handelskammer, Ärztekammer, was weiß ich, Zahnärztekammer, Apothekenkammer, mhm, und schalte die Leute ein, die dafür zuständig sind und sage, hier, der muss da weg, neuer Ausbildungsplatz.
Ich möchte aber gerne noch mal zu der Frage Jugendliche und Mobbing. Mhm. Da sind auch meine Erfahrungen die, dass die bis 25-Jährigen in der Tat, Stichwort schwierige Arbeitsmarktsituation über viele, viele Jahre jetzt, auch wenn sie jetzt ein bisschen freundlicher aussieht, dass exakt die Jugend, ich pauschaliere das jetzt mal, verstärkt diesem Druck des Mobbings unterliegt. Selbst dann, wenn sie einen Arbeitsplatz bekommen, wird über Jahre dann, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns intensiv befassen, über Jahre werden die hängen gelassen, so nach dem Motto, die ganz letzte Sicherheit eines ständigen Arbeitsvertrags erhalten wir dir vor. Und darunter, dadurch entsteht natürlich ein massiver Druck. Ich habe noch mal eine Frage zu den Frauen oder zu dieser Abgrenzung. Ich habe bei einem Fall gelesen, das war eine Frau, also Akademikerin, sehr tough, die am Anfang gut aufgenommen wurde und dann durch ihre Toughheit eigentlich aus dem Sahnekränzchen sozusagen rausgefallen ist. Und die sagte, ich hatte ein unheimliches Problem, mir einzugestehen, dass ich ein Mobbingopfer bin, weil ich sehe mich nicht als Opfer. Ja. Also da hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es eine ist, die keine Grenzen setzen kann, sondern da hatte ich das Gefühl, ach guck mal an, so eine kann es auch treffen. Die trifft es meistens. Es trifft zu einem großen Teil innovative Mitarbeiter. Das trifft die Alpha-Hühner und die Omega-Hühner. Also wenn die Alpha-Hühner, das sind doch aber die, die sich abgrenzen können, oder nicht? Oder hat das damit nichts zu tun? Nein, aber die sind ja nicht im System. Das System besteht aus den Bettas, die alle ganz brav sind und mit dem Strom schwimmen. Und ein Alpha-Huhn fällt raus und ein Omega-Huhn fällt raus. Verstehe. Aha. Und dann sind wir wieder da. Aber dann sind, also das mit den Grenzen ziehen ist ein Teil, aber nicht sozusagen Bedingungen, ohne die es nicht geht. Also wenn wir in Führungspositionen immer noch überwiegend Männer haben, Männer zwischen 30 und 50, so, ja, und wir haben als Mobbingopfer Frauen so ab 40, die sich nichts mehr sagen lassen und die dem eben nicht die Füße küssen, dann ist es klar, die passen nicht in dieses Bild. Wir leben immer noch in einem patriarchalischen System. Und wenn wir so eine Frau haben, die so tough ist, die ist nicht in diesem System. Ja. Ja, ich teile die Frauen immer gerne auf in Frauen, Weiber und Weibchen. Und können mit Sie Frauen, das mal definieren? Ja, Weiber sind so richtig Hamburger Fischmarkt, ja, so die mit denen legt sich keiner an. Ne? Genau. So. Komm du mir nicht in meinen Windschatten. Genau. So, die Weibchen, das sind die Angehübschten, die sehr devot sind, um da oben hinzukommen, wo die Männer sind. Aber die sind und tough. Die sind tough, ja. Die fliegen auch raus. Und so eine richtige Frau, die sagt, pass mal auf, mein Freund. Also du bist auch nur aus einer Frau gekommen. Und da ist deine Grenze. Da können die Männer überhaupt nicht mit üben. Die kommen auch weg. Die kommen auch weg. Ja? Und die anderen, das sind die, die so möglichst ganz unauffällig, immer schön die Arbeit machen, immer pünktlich sein. Das Mausi, das Arbeitsmausi. Ja, das fleißige Arbeitsmausi, ja. Ja. Und die werden auch nicht gemobbt. Die kocht ja auch Kaffee. Sei ein Mausi. Naja. Ja. Okay, kommen wir zu den Kollegen. Wieso machen die denn da mit? Also wieso, sagen wir mal andersrum, oft sind es ja auch, wenn es gerade in sozialen Berufen sind, sind es ja auch Frauen gegen Frauen. Die Sahnetörtchen sind ja auch die Frauen. Da sagt man ja auch gerne, ach, Zickenkrieg, uns doch egal. Wieso gucken die Kollegen weg? Oder wieso, ne, wenn sie schon sehen, eigentlich sehen könnten, da geht es einem richtig dreckig. Wieso machen die mit? Oder wieso gucken die weg? Erstens, weil die selber... Es gibt ja die Mitmacher und die Weggucker. Ja, klar. Erstens, weil sie selbst Angst haben, in dem Falle froh sind, nicht betroffen zu sein, dann wird teilweise weggeguckt. Im Übrigen ist es in dieser Pauschalität auch nicht richtig, die Feststellung. Da wird auch hingeguckt und dann stellt sich auf, wir reden über gleiche Ebene jetzt, dann stellt sich natürlich auch eine Ohnmacht ein. Man kann nicht helfen, weil man eben nicht den Anordnungsdruck ausüben kann, weil man die Funktion, die Macht... Aber man könnte sich neben denjenigen stellen und sagen, lass das mal sein. Das geschieht in etlichen Fällen und ich sage nochmal... Warum passiert es nicht, wenn es nicht passiert? Natürlich. Warum passiert es, wenn es nicht? Aus Angst, dass man selbst in eine solche Situation kommen kann. Man ist der Nächste. Man ist der Nächste, exakt. Ja. Und dass man dann gerne den Opfern die Schuld gibt, das hat auch damit was zu tun, dass man sich sagt, ach nee, der ist ja selber schuld, mir kann das nicht passieren? Es hängt auch mit dem Verhalten der Betroffenen zusammen. Wenn sie in eine Situation kommen, wo sie als Opfer stigmatisiert werden, und die Kollegen ziehen sich aus Angst, der Nächste zu sein, zurück, dann sind sie isoliert. Und dann verhalten sie sich auch anders. Sie sind stigmatisiert. Sie kommen jetzt den Flur entlang und da hinten stehen zwei,
Die sehen Sie kommen und verpieseln sich. Ja. So, ja? Ja. So, dann werden Sie komisch. Und dann ist das, was man Ihnen zuerst unterstellt hat. Und dann arbeitet man vielleicht auch einfach schlechter. Man macht mehr Fehler, man ist unkonzentrierter. Mhm. Ja, die Angst macht das ja schon. Und das ist so diese sich selbst erfüllende Prophetie. Ja? Mhm. Zuerst wird es nur behauptet und nachher am Ende tritt ist es tatsächlich ein. So. Tritt es ein. Ja. Exakt. Das ist eine ganz seltsame Erfahrung. Da kommt man ganz schlecht raus, ne? Ganz schlecht. Ohne fremde Hilfe gar nicht. Es ist ein Hamsterrad. Ohne schon gesehen. Hilfe bleibt es ein Hamsterrad. Lassen Sie uns kommen zu dem, was passiert denn mit dem Menschen, was passiert in dem drinne? Also Sie haben vorhin schon gesagt, wenn man jeden Tag, und Sie haben das bestätigt, wenn einer zu mir kommt, dem es so geht, nehme ich jeden Morgen mit Angst in den Betrieb und man übergibt sich und man ist nicht schwanger und eine Frau, sondern, was passiert bei dem Menschen innen drin? Der hat hinten an der Hypophyse ein Zentrum. Das ist das Vertrauenszentrum. Und das Ding kriegt einen Sprung. Wie eine Tasse, die einen Sprung hat. Also Sie reden jetzt wahr. Also das ist tatsächlich so. Irreparabel. Das kriegt einen Sprung? Ja, das hat eine Traumatisierung in dieser Form, ist wie eine Tasse, die einen Sprung hat. Mhm. Und selbst wenn der also Therapie das macht... eine Spur sozusagen. Messbar, eine deutliche... Messbar, das wollte ich wissen. Ja? Dauerhaft. Ah, so. Und wenn der keine Traumatherapie bekommt... dann bleibt der immer stigmatisiert. Der wird immer wieder angetriggert durch ähnliche Situationen. Womit ist sowas vergleichbar? Mit vergleichbar? Ja, wenn man das, fällt mir jetzt kein vernünftiges Beispiel ein. Also ein Schockerlebnis beispielsweise, ich sag mal, wenn zwei Autos aufeinander fahren, wo etwas hängen bleibt. In der Tat, ich sage, es ist mit Bordmitteln eines Betriebes nicht zu reparieren. Mhm. Der Mann hat ein dem PTSD ähnliches Phänomen. Was oder ist das? Die Frau, PTSD. Das ist dieses Kreisen der Gedanken. Mhm. Der sagt guten Morgen und es kommt sein Mobbingproblem raus. Okay. Mit der Familie, mit dem Partner, mit den Freunden, mit den Nachbarn. Der kann über nichts anderes mehr reden, der kann an nichts anderes mehr denken. Und dadurch kommen dann die psychosomatischen Beschwerden, auch vor allen Dingen die Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, Herzprobleme. Also sehr zugespitzt, aber es sind wirklich Einzelfälle. Wenn bei der Grußformel auf dem Flur jemand sagt guten Morgen und Sie sagen, wie meinst du das? So, dann ist das exakt die Beschreibung dafür, dass... Paranoid würde man normalerweise sagen, wenn es im normalen... Wir haben das noch Mobbing. Also ich sage, Mobbing-Betroffene werden schwerst krank. Ja. Deshalb werden sie auch in die Arbeitsunfähigkeit geschickt. Und das Problem, das wir nachher haben, ist das Henne-oder-Ei-Problem. War der schon immer so oder ist er erst durch Mobbing so geworden? Und lösen Sie das? Nein. Nee. Das müssen psychiatrische Gutachten lösen. Das ist für eine Klinik. Das sind die konkreten Symptome. Wie lange hält denn ein Mensch Mobbing aus? Ich kann dazu es gibt da keine Formel für. Ich glaube, das hat was mit der Persönlichkeitsstruktur auch zu tun. Von einem Tag bis 17 Jahre. Ja. Ich habe einen Mann betreut, der ist von heute auf morgen, diese Schimmelarchiv-Sache, die bei mir auf der Internetseite ist, von heute auf morgen sind ihm die Ausbildungsmöglichkeiten weggenommen worden. Er ist versetzt worden in dieses Archiv. Ja. Der hat das ungefähr 3-4 Monate noch ausgehalten, bis das Arbeitsverhältnis beendet wurde. Traumatisiert war der aber vom ersten Moment an. Schwerst traumatisiert. Mhm. Ja? Und eine andere Frau, die ich zu Anfang 97 betreut habe, die hat 17 Jahre Mobbing im Hamburger Hafen ausgehalten bei einem Schiffseigner. Ja, da fragt man sich, wie kann man so masochistisch sein, da 17 Jahre hinzugehen? Aber das ist die Bandbreite. Es gibt keinen Katalog und keine Formel dafür. Mhm. Nun ist es ja so, die werden dann krankgeschrieben, weil sie nicht mehr arbeiten können, weil sie auch zu viele Fehler machen wahrscheinlich. Mhm. Werden die je wieder gesund? Können die das wieder in den Griff kriegen? Die Antwort ist ja. Es gibt, mit Hilfe natürlich? Es gibt Hilfe, aber ich sage noch einmal, nicht nur mit betrieblichen Bordmitteln. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man verbreitert. Wir nennen das, der Begriff ist nicht so schön, Gesundheitszirkel in den Betrieben, wo eben verschiedene Gruppen zusammensitzen. Und man muss raus. Man braucht professionellen Rat und man braucht auch Krankenkassenart. Man braucht die Betriebsärzte dazu, man braucht die Sozialberater, die Post hat sowas dazu. Mein Lieblingsbegriff ist, in solchen Fällen braucht man eine Dialoginsel im Betrieb, an dem am runden Tisch diese Fragen erörtert werden und wo rausgegangen wird und auch über Krankenkassen und andere hier eine fachmännische Beratung.
Mit dem diskutiert, aber ja, nicht über den. Mit. Wenn Sie jetzt sagen Symptome, also Schlaflosigkeit, Depression, immer wieder dieses Hamsterrad. Habe ich was vergessen? 20 Symptome bis hin zu Alkoholkonsum, vermehrtes Rauchen, Tinnitus, ja. Also wir haben so eine Kette, die wir abfragen, 20 Symptome. Ist es denn so, wenn das Mobbing aufhört, hören die Symptome dann auch auf? Ja. Die sind dann auf. Weg. Ich versuche bei den Psychiatern in Deutschland es zu erreichen, da bin ich jetzt mit dem Neurologenverband im Gespräch, dass wir sagen, der Arbeitsplatz macht ihn krank, die konfliktbelastete Situation an diesem Arbeitsplatz macht ihn krank. Und wir versuchen sogar, die Leute nicht in die Krankschreibung in dem Sinne zu lassen, dass wir sie ganz rausnehmen, sondern dass wir sagen, an einem anderen Platz, in einer mobbingfreien Zone, kann der arbeiten. Mhm. Und dann muss er eben, das ist ja auch für sein Selbstwertgefühl gut, wenn er woanders dann seine Bestätigung bekommt. Mhm. In so großen Betrieben ist es gar kein Problem. Mhm. Da setzen wir uns zusammen und sagen, andere Abteilung. Und möglichst nicht die Gerüchte schon vorher dort. Ja. Ja. Wie hoch schätzen Sie denn jetzt nochmal von der wirtschaftlichen Seite? Also wir haben jetzt die subjektiven und gesundheitlichen und psychischen Folgen. Nun ist es ja auch so, es entsteht ja auch ein wirtschaftlicher Schaden in Unternehmen durch Mobbing. Ja. Wie hoch schätzen Sie den? Also ich komme mal von der Krankenstandsquote. Eine Krankenstandsquote in Großunternehmen wird ja reportet, da können Sie sehen über die Jahre, wie sich der entwickelt. So, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, es gibt auch, wenn man genauer dann hinguckt, stellen Sie fest, wo sind Umstrukturierungen, da gibt es Ausschläge an dieser Frage. Und der wirtschaftliche Schaden kann den prozentual nicht beziffern, aber ich würde ihn mit der Krankenstandsquote in Relation sehen. Er ist abhängig. Wenn ich die Fachleute mögen mich dann später mal korrigieren. Ich würde den irgendwo ich weiß nicht, ob Sie dann bei allem Respekt die wirtschaftlichen Verhältnisse der Post kennen. Aber 2% etwa in Richtung 2%, was den wirtschaftlichen Schaden. Das heißt, die Ausfallzeit. Kann ich für die Post nicht beziffern. Etwa 2% würde ich schätzen, dass dieses hier wirtschaftlicher Schaden. Dass wirtschaftlicher Schaden eintritt. Langzeitkranke, montagskranke in der Regel sind nicht die Kurzfälle, montagskranke oder so, die gibt es da nicht. Es zieht sich über den. Jetzt? Ja. Sie. Ich habe mit Herrn Stegmann zusammen ein Interview gehabt auf dem Gänsemarkt vor ein paar Jahren. Das ist ein Mensch, der sich damit genau beschäftigt. Fachhochschule Köln. Ja. Und der hat dieses Buch Kostenfaktor Angst geschrieben. Mhm. Und in dem Buch schreibt er auch, damals noch D-Mark, 100 Milliarden D-Mark jährlich volkswirtschaftlicher Schaden. Und da wollte ich von Stegmann wissen, wie haben Sie das ausgerechnet? Mhm. Ja? Mhm. Weil der Betriebswirtschaftliche ist da noch gar nicht drin. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach. Wir sind zu den Krankenkassen gegangen, haben uns die Zahlen wegen psychischer Erkrankungen geben lassen und haben dann die Symptome herausgefiltert, die auf das Thema Mobbing passen. Mhm. Da waren so und so viel Prozent mal die Summen, ich weiß nicht, Bruttosozialprodukt oder was, hat mir das damals erklärt. Und dann sind die auf diese Zahl gekommen. Das ist aber nur auch schon wieder 5, 6 Jahre her. Mhm. Ja. Das ist doch enorm. Er ist hoch. Ich glaube auch nicht, dass die Zahlendiskussion an der Stelle am Ende so feststeht. Ein messbarer wirtschaftlicher Schaden. Ja, man muss sich nicht nur aus humanen Gründen, sondern auch aus wirtschaftlichen sollte man sich kümmern. Und jetzt kommen wir zur Gegenwehr. Also, was kann man tun? Wie kann ich mich wehren? Welche Unterstützung finden Betroffene in ihrem Betrieb? Haben wir schon gesagt, ne? Ich wiederhole das gern nochmal. Wenn jemand sagt, ich werde gemobbt, da wird Betriebsräten angenommen und es wird ein Verfahren dort in Gang gesetzt. Nach mir geht am liebsten über die Dialoginseln, weil da bin ich frei, da kann ich nach außen gehen, da brauche ich nicht nur in der Firma zu bleiben an der Stelle. Das ist schön, der Deutschen Post geht es da prima auf diesem Gebiet, aber es gibt welche, die fühlen sich da nicht zu Hause, die kommen dann ja auch zu Ihnen. Vielleicht auch welche von der Post. Die das noch nicht verstanden haben. Ja. Ich mache ja immer eine Datenaufnahme und ich check als erstes mit ab, in welcher Machtstruktur ist derjenige im Betrieb. Mhm. Habe ich einen großen Konzern, dann gibt es einen Betriebsrat. Mhm. Oder öffentlicher Dienst gibt es einen Personalrat, Kirche gibt es die MAF, ja, Mitarbeitervertretung. Mhm. Habe ich ein mittelständisches Unternehmen und die wollen keinen Betriebsrat haben, gibt es ja auch. Dann muss ich sehen, dann gehe ich an den Chef ran und muss so ein bisschen gucken. Habe ich einen kleinen Betrieb,
Also 5 Leute, so Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberaterbüro, Apothekerin oder so, muss ich mir die Kammern greifen und sagen, hier, guckt euch den mal an. Die Kammern arbeiten sehr gerne mit uns zusammen, ja, gehen auch hin. Das ist so familiär noch so ein bisschen. Und wenn ich all das nicht habe, dann hilft nur eins, ich sage dem Unternehmen, pass mal auf, wenn du jetzt nichts tust, stehst du auf meiner Internetseite oder wir stellen uns mit Flugblättern direkt vor deine Kanzlei oder was auch immer. Und? Das mögen die nicht so toll. Nein, dann sagen sie, Frau Rolf, wollen Sie nicht kommen, wann wollen wir einen Termin machen? Okay. Wenn jetzt der Chef selber der Täter ist? Sieht schlecht aus, kommt drauf an. Dann kommt es immer drauf an, hat derjenige Zeugen, hat er abgemahnt, hat er eine Rechtsschutzversicherung, ist er in der Gewerkschaft? Ab wann soll man sich denn überhaupt wehren, wenn man das Gefühl hat, man wird gemobbt? Immer sofort und ansprechen. Sofort, laut und konsequent. Ja. Kann man eigentlich, hören Sie sich auch die Täter an? Ja, ne? Ja. Nee. Komme ich meist nicht zu. Ich ja. Meine Aufgabe ist es ja, wenn derjenige kommt, dann gucke ich, in welcher Struktur ist er? Hat er eine Rechtsschutzversicherung? Kann ich ihn zu einem meiner Anwälte schicken? Sie sagen, ist er in der Gewerkschaft? Kann ich ihn zum Gewerkschaftssekretär schicken? Gibt es einen Betriebsrat? Schicke ich ihn dahin? Geh auch mit. Was sollen, also Sie sagen, beide unisono, man muss sich sofort wehren. Was sollen Kollegen tun, die sagen, hier bei uns gibt es einen Mobbingfall, irgendwie kann ich mich das nicht selber durchsetzen, weil da habe ich selber Schiss. Was sollen die tun? Für die Post ist das relativ einfach. Wir sind gut in der Mitbestimmung und gut bei Betriebsräten. Wir empfehlen auch Kollegen, die es wagen, in den Betriebsrat zu gehen, zu sagen, such das Gespräch mit der Kollegin oder mit dem Kollegen. Das ist der Anfang von einem Dialog. Es gibt ja manche Mobbing-Experten, die sagen, mobb zurück. Macht das Sinn? Ganz selten mache ich das. Also in Firmen, wo ich merke, da bewegt sich gar nichts, da ziehe ich dann schon mal den Mobbing-Betroffenen raus. Wir sammeln Stoff und dann macht er bei uns, bei meinem Partner, ein Abgrenzungstraining, geht wieder rein und dann wird zurückgemobbt, ja. Gibt es so was, was man den Leuten raten soll? Zum Beispiel ein Mobbing-Tagebuch führen oder so, habe ich gelesen. Weil es kann ja manchmal dazu führen, dass man, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dann letzten Endes vor Gericht landet. Ja, Mobbing-Tagebuch muss er immer führen. Und er muss eine Fallzusammenfassung auf 2 DIN A4 Seiten machen, weil wenn er es in der komprimierten Form aufschreibt, dann hat er erstens mal eine Grundlage, dass er sagen kann, Anwalt, Arzt oder so, liest es dir mal durch. Mehr liest kein Mensch. Ja? Und er verarbeitet es im Aufschreiben. Er macht es sich bewusst, was da passiert. Also wirklich immer dokumentieren, sagen, da war das, da war das, da war das, da war das, damit man nicht gesagt hat, du bist nur ein bisschen schwierig. Was sagen Sie? Sie schütteln weise das Haupt? Weiß nicht, ob weise. Ich wollte eine geteilte Antwort geben. Tagebuch ohne Wenn und Aber, ja, Selbstschutz. Bin allerdings davon überzeugt, geprägt aus der Post heraus, dass ich sage, der vorjuristische Raum ist der Lösungsraum, der vorjuristische Raum. Der juristische Raum ist nur Ultima Ratio, wenn nun wirklich nichts mehr geht. Die Lösungsansätze aus der Erfahrung von Lösungen, von Problemfalllösungen, heißt, dass das im vorjuristischen Raum stattfindet, unter Beteiligung aller, übrigens Opfer, Täter und einer weiteren Gruppe. Und macht das nicht trotzdem? Ja, das Tagebuch braucht er auch für seinen Therapeuten. Ich wollte gerade sagen, macht das nicht generell Sinn, also sich auch zu vergegenwärtigen, was passiert hier eigentlich? Ja. Damit mache ich das ja auch ein Stück, ne? Ja. Sitze ich nicht nur da und denke, sondern sage das und das und das und der und die und Und vor allen Dingen auch, was habe ich dabei empfunden und was hat es an körperlichen Folgen für mich? Okay. Ja? Gehört damit rein. Ganz kurz noch, es gibt ja ein Beschäftigungsgesetz und das kann ich auch für Mobbing zu Rate ziehen, falls ich vor Gericht gehe? Oder ist das nicht? Arbeitsschutzgesetze, es gibt eine Vielzahl Gesetze dabei, aber ich sage noch. Es ist nicht sehr, sehr erfolgreich, ne? Oder? Das Problem, das Thema Mobbing aus meiner Erfahrung heißt juristisch am Ende. Ja, am Ende ja. Wie viele erfolgreiche Gerichtsverfahren, oder sagen wir mal, wie viele Mobbingopfer haben schon Gerichtsverfahren gewonnen? In den 10 Jahren haben wir 4 Urteile. Das ist nicht üppig. Das ist nicht üppig. Die meisten werden anders abgearbeitet, Abmahnung rein, Abmahnung raus, Kündigung, Schutzklage, so das Übliche. Ja. Aber so richtige Mobbingfälle, 4 gewonnene Prozesse in 10 Jahren. Und das geht dann leer aus oder die Klärungs- oder sie viele, kündigen? Viele Urteile mit verlorenen Mobbingprozessen, da habe ich eine ganze Sammlung von. Ja.
Deswegen ist es in der Abwägung, wo geht es eigentlich hin in der Erfolgsquote. Und es ist leider in der deutschen Rechtsprechung noch nicht so klar definiert und am Ende auch nicht so die Folgen so klar in diesem doch recht schwierigen Thema. Mache ich immer, wir versetzen uns in das Jahr 2018, 10 Jahre später, soweit kann man noch gucken. Wir wissen alle, dass wir vor einer Situation sind, wo wir eigentlich uns Sorge machen müssen, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte haben. Wir haben darüber gesprochen, das ist ein wirtschaftlicher Verlust an Fähigkeiten, an Talenten, an Menschen. Wird sich im Jahr 2018, wir stehen jetzt da, wird sich da die Sorge um die Arbeitskräfte so auswirken, dass es Mobbing allenfalls als Randerscheinung gibt? Was meinen Sie? Prognose ist nein. Dann wird es mit anderen Faktoren, weil die Angstleiter bleibt, egal wie die wirtschaftliche Entwicklung erhalten. Wie sehen Sie es? Ich sehe es so, wir haben im April letzten Jahres die europäische Einigung gehabt, dass innerhalb von 3 Jahren eine Regelung gefunden werden muss, die den Arbeitgeber in die Pflicht nimmt, damit Mobbing nicht passiert. Da muss also sich was bewegen innerhalb der nächsten 3 Jahre. Die Franzosen haben bereits ein Anti-Mobbing-Gesetz, die Schweden auch. Frau Tsipras tut sich furchtbar schwer, wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber es muss was passieren. Und da wir immer mehr Betriebsvereinbarungen haben, die Betriebsräte mehr geschult werden, wird also eine Mobbing-Betriebsvereinbarung und Mobbing-Anlaufstellen, das wird 2018 so alltäglich sein wie der Betriebsrat heute. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Dankeschön. Ja, Dankeschön.